Yahoo.de, hallo meine Lieben. Ich sage erstmal vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen geilen Kommentare. Jetzt gibt es den Kanal seit 2 Wochen und ihr habt schon so viele Kommentare und ich habe mir jetzt die besten rausgesucht und das werden wir jetzt auch so regelmäßig machen. Kommentare kommentieren. Jetzt bei Mach's dir selbst. Ja, heute im Sitzen. Ich dachte mir, wir machen es uns heute mal so gemütlich und gängert mal eure Kommentare durch und ich werde die auch so gut wie es geht beantworten. Teilweise habe ich das ja schon auch in der Kommentarsektion schriftlich. Aber schauen wir mal. Zum einen haben wir hier Peter Peter. Ich habe ein sehr einfaches Behringer UMC22 und nutze BandLab. Beziehungsweise würde ich gerne nutzen. Wenn ich aber im BandLab Gerät auswählen möchte, wird zwar mein Audio-Interface angezeigt, aber wenn ich es anklicke, steht bei Eingabe nur wieder kein Gerät. Ich höre nur rein aus dem Audio-Interface über Kopfhörer meine trockene Gitarre. Aber in BandLab kommt nichts an. Ich weiß nicht weiter. Sollte es beim UMC nicht eigentlich so laufen? Anschließen und loslegen? Ja, ich habe ja in diesem Hardware-Starter-Set-Video über ein UMC gesprochen, aber eben nicht über das UMC22, weil das ist nämlich kein ASIO-fähiges Audio-Interface. Das nutzt ASIO for All, also so ein gefaktes ASIO. Im Endeffekt ist der WDM-Treiber, der BandLab dann vorgaukelt, dass es sich hier um einen ASIO-Treiber handelt. Macht es aber nicht. Das ist ein Programm, das wurde von Michael Tippach, Michael Tippach heißt der. Und der hat dieses ASIO for All damals entworfen. Einfach, dass jeder mit einer noch so schrottigen Soundkarte ASIO nutzen kann. Mit deinem UMC 22 wird dir nichts anderes überbleiben, als entweder ASIO for All zu nutzen, was aber bei Cakewalk bzw. bei BandLab so überhaupt nicht gut funktioniert. Kommt sogar ein Warnhinweis, dass es nicht damit kompatibel ist und zu Abstürzen und Dropouts führt. Wenn du dieses Audio-Interface nutzen möchtest, dann mit dem WDM-Treiber oder mit Wasapi. Ansonsten nimmst du das UMC 204 HD. Wichtig ist, glaube ich, dass HD daneben steht oder einfach auch mal nachschauen, ob es ASIO-fähig ist. Das UMC 204 HD ist auf jeden Fall eins mit ASIO und da hast auch schon MIDI-Ports dabei. Man, wenn du das jetzt denn brauchst, irgendwann brauchst du es einmal. Spätestens, wenn es dein Synth hier anschließt. Ja, dann vom Alex. Seit ich die ersten beiden Videos gesehen habe, bekomme ich wieder Hoffnung, dass ich bei Cakewalk vielleicht doch einmal Land sehe. Ja, lieber Alex, vielen lieben Dank. Wir schwimmen da jetzt quasi gemeinsam mit ans Ufer. Cakewalk ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man es mal begriffen hat, aber es gibt ja doch so ein paar Einstiegshürden und man kann halt von dieser Vielzahl an Funktionen auch sehr schnell überwältigt sein. Aber bei Cakewalk, man kann es sich auch so einrichten, dass es für seine Zwecke dienlich ist und den ganzen anderen, sag jetzt mal, Profikram, den man braucht, kann man halt einfach auch links liegen lassen. Und ja, der Einhornarsch, der musste sein. Aber weil man die hier vorher anscheinend durch irgendeinen Einhornarsch durchzogen hat. Speedfreak, das Speedy, schreibt unter anderem, nehme das alles in einer selbstgebauten Kabine auf, die wirklich sehr teuer war und für Home Recording eigentlich gar nicht vonnöten ist. Es gibt andere Möglichkeiten. Ja, nein. Also wenn ich jetzt sage, ich lege einen Fokus, wo ich sage, ich gebe das meiste Geld aus, wenn es um ein Heimstudio geht, dann würde ich das meiste Geld tatsächlich in eine Optimierung der Akustik investieren. Von dem her, ich weiß, es war bestimmt nicht billig, lieber Speedy, aber man hört es ja auch, ich konnte ja schon mal bei deinen Songs so ein bisschen reinhören, man hört es auch an der Akustik, die ist halt auch wirklich geil. Und für Vocalaufnahmen gibt es halt nichts Giftigeres als am beschissenen Raum. Wenn ihr mal so ein Beispiel hören wollt, was so der Unterschied ist zwischen einem günstigen Setup in einem guten Raum und einem sauteuren Setup in einem schlechten Raum, dann klickt da mal das Video da oben. Ja, weil Raumakustik an und für sich ist ja schon ein sehr, sehr komplexes Thema. Da könnte man ja ganz YouTube damit füllen. Aber wenn ihr mal ein Video dazu haben wollt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ja, nochmal der Alex. Ich habe eine akustische Yamaha-Gitarre mit einem Buchsenanschluss. Ist es sinnvoll, die zur Aufnahme mit einem entsprechenden Kabel direkt an das Audio-Interface anzuschließen oder besser mit Mikro aufnehmen? Ja, lieber Alex, also ich bevorzuge generell das Abmikrofonieren einer Gitarre. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Bewährt haben sich eigentlich zwei Positionen. Zum einen das Mikrofon ausgerichtet auf die
auf den 12. Bund oder hier so an dem Bauch geht auch. Auf keinen Fall solltet ihr zum Beispiel das Mikrofon quasi ins Schallloch ausrichten, weil das dröhnt da immer recht schnell raus und das kann die Aufnahmen versauen. DI alleine würde ich nicht nehmen, wie es du ja vielleicht selber schon gehört hast, wenn du damit aufnimmst, das klingt irgendwie so einfach zu direkt, zu nah und irgendwie auch so ein bisschen verdreht. Ich nehme es aber trotzdem zusätzlich immer mit auf, das Direktsignal, weil das kann man sich immer ein bisschen dazu mischen, weil es einfach auch eine gute Durchsetzungskraft hat. Aber grundsätzlich Gitarre, Akustikgitarre würde ich immer abmikrofonieren. Probier einfach mal ein paar Sachen aus. Bildernaut, als Wiedereinsteiger, der von Cubase kommt, kommt mir deine Serie gerade recht. Eine Frage hätte ich auch gleich. Ich finde keine Subgruppen im Mixer und kann auch erstmal keine erstellen. Kann das sein? Was mache ich falsch? Du machst überhaupt nichts falsch, lieber Bildernaut. Wie bei jeder DAW geht auch bei Cakewalk Subgruppen. Nur bei Cakewalk heißt das Ganze dann... Ich weiß es nochmal. Ich arbeite erst seit 25 Jahren mit der Software. Busse heißt es. Bei Cakewalk nennt sich das Ganze Busse statt Subgruppen und die kannst du natürlich auch einfügen. Wenn du hier im Spurbereich bist, dann musst du das da unten mit der Maus hochziehen, mit Klicken und Ziehen und dann hast du quasi den Spurbereich und darunter dann den Busbereich. Und da kannst du jetzt mit Rechtsklick Stereobus einfügen. In der Mischpultansicht geht es genauso. Da musst du es vom rechten Rand reinziehen und dann auch hier Rechtsklick Stereobus einfügen oder einfach hier oben auf Einfügen Stereobus einfügen. Dann kann ich bei meinen Spuren als Ausgang den entsprechenden Bus auswählen und beim Busausgang den entsprechenden Hardware-Ausgang. Ich kann aber auch einen Bus an einen Busschicker und somit ein sehr komplexes Routing aufbauen. Ist alles möglich. Sonos Lab, super Video. Ich habe mir jetzt ein Home-Studio und das Hochbett eingerichtet und finde einige meiner Geräte in diesem Video wieder. Das große Behringer Audio-Interface mit 8 Inputs, das T-Bone-Mic, die Kabel und so weiter. Mit den Sachen bin ich mehr als zufrieden. Gerade das große Interface von Behringer mit den zahlreichen Anschlüssen. Aber auch das Mic von T-Bone. Cakewalk werde ich jetzt auch ausprobieren. Habe als DAW das FL-Studio, also Fruit Loop Studio. Ja, auch hier nochmal vielen Dank für deinen Kommentar, Sonos Lab. Erst einmal, ich finde das einfach cool. Ich stelle mir das so super vor, dass du einfach hier so ein Hochbett hast und früher du stehst auch voll aus dem Bett und erstmal gleich Musik abmischen und dann auf Nacht, wenn du mit Musik abmischen fertig bist, kraxelst dann einfach über ins Bett. Also, hätte ich auch gern sowas. Ja, aber ich bin hier ganz happy mit meinem Studio. Auf jeden Fall sehr cool. Und du hast auch total recht, was das Hardware-Starter-Set oder das ganze Hardware betrifft, die wir angesprochen haben. Es ist zwar billig, aber es klingt halt auch geil. Also das kann man keiner erzählen, dass der einen Unterschied halt noch hört. Oder anders gesagt, wenn ich heute jetzt eine Aufnahme mache mit einem teuren Mikrofon und einem T-Bone SC400. Und nehmen wir mal das, der mal so einen Telefunkenvergleicher. Für das für 10.999 Euro. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf, man kann einen Unterschied hören. Ich bin mir aber genauso sicher, dass man nicht eindeutig differenzieren kann, von ist es jetzt von dem billigen SC400 oder ist es von dem Telefunken. Unser Telefunken U47 kostet einfach mal freudigte 11.000 Euro. 11.000 Euro für so ein scheiß Mikrofon. Damit kann ich mal für die 11.000 Euro kann ich mir 224 T-Bone SC400 kaufen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber ihr braucht mir nur eine Spinne und ihr braucht mir nur einen Mikrofonständer und einen Popschutz. Ist ja bei dem Telefunken auch nicht einmal dabei. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel das dann kostet. Vor allem als Musikstudio ist auch immer wichtig, dass man Eindruck schindet, dass man hergeht und sagt so, oh, schaut mal, was ich für geile Hardware habe. Aber am Ende des Tages, wenn du deine Aufnahmen dann veröffentlichst, kommt keiner her und sagt, oh, das hört man direkt, dass das nur mit einem SC400 aufgenommen worden ist. Also vor allem unser Hörverhalten heute, wie hören wir den? Wir haben alle unsere Earpods, die wo es dann rausdröhnt, die wo meistens auch soundtechnisch nicht einmal so gut sind. Also was soll das Ganze?
Exolate, Exolate, Exolate. Hey, ich benutze ein USB-Mic und weiß jetzt nicht, was für einen Treiber ich auswählen soll, weil ASIO ist nur für Interface gedacht. Ja, da hast du recht. Also es gibt natürlich auch Audio-Interfaces, die überhaupt kein ASIO unterstützen. Aber bei den USB-Mikrofonen bin ich mal ziemlich sicher, dass es da keins gibt, das überhaupt ASIO unterstützt. Weil ASIO hat einen entscheidenden, hat sehr, sehr viele Vorteile, hat aber auch einen entscheidenden Nachteil. Es kann nur ein Gerät gleichzeitig genutzt werden. Und da kommen wir beim USB-Mikrofon ja dann an unsere Grenzen, weil das USB-Mikrofon ist ja quasi ein Gerät und damit habe ich jetzt einen Audio-Eingang. So, möchte ich aber jetzt einen Audio-Ausgang haben, dann brauche ich ein zusätzliches Gerät, weil ich gehe nicht davon aus, dass dein USB-Mikro einen Kopfhörerausgang hat. Und wenn, dann ist es ziemlich selten. Da bleibt dir also nur der Wasapi-Modus. Und warum das ASIO so furchtbar scheiß wichtig ist, das habe ich ja in diesem Video hier schon gemacht und viel dazu gesagt. Und wenn ihr euch mal überlegt, dass ihr euch eine gescheite Hardware, die nicht einmal teuer sein muss, zulegen wollt, dann haben wir das Video hier. Ja, und Abo natürlich auch nicht vergessen, das hätte ich fast vergessen, wie auch 70% von euch vergessen, den Abo-Button zu klicken. Kommentare sind auch immer gern gesehen. Und bis dahin sage ich Bussi aufs Bauchi-Berli. Und Servus.